Hallo Chat, wir sind umgezogen und haben hoffentlich das Problem sondiert, eingekesselt. Und ich habe sogar zum Hashtag dieses Abends errufen, aber wir hätten eigentlich irgendwie Tonprobleme, hätten wir als Hashtag nehmen sollen. Aber das kann man natürlich vorher nie wissen, was wirklich einschlagen wird. Jetzt, Gregor, kümmere dich um die Playstation und nicht um den Ton. Denn ich habe jetzt keine Ahnung, was wir in den kommenden Minuten machen. Aber wir werden dieses Spiel zum Laufen kriegen. Und dann werden wir hoffentlich weiterspielen. Und dann hört ihr auch beide... Ich habe extra das S-Wort vermieden. Ja, aber du hast einen Hashtag ausgerufen, oder wie? Ja, naja, aber meine Tweets liest doch eh keiner. Also insofern... Nein, lesen, nicht Follower ist nicht gleich. Leute lesen die Tweets. Das ist eine schöne Funktion bei Android, ja, wo du dir Statistiken über die Tweets angucken kannst. Wie viele Leute den gesehen haben, wie viele Leute damit interagiert haben. Und guck mal auch bei einem bestimmten... Ach, ich dachte... So 30.000, 40.000 oder so? Keine Ahnung, sowas gucke ich mir nicht an. Diese Listen sind doch alles... Sind doch egal und nur Schall und Rauch. Okay, man kriegt deine Funke nicht, dann testen wir das jetzt. Kurz mal die Erklärung für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben. Hallo erstmal, wir sehen euch hier. Mehr Arschritzen bitte. Können wir noch ein paar Leute mit Arschritzen vorbeischicken, die sich hier vorne bücken? Okay. Ich sag mal ein bisschen was. Ja. Dann ist die Funke. Und schlägt aus. Wahrscheinlich die Regie von meiner... Das ist der Tontest. Das ist der... Das sind die Sachen, die ihr sonst nie seht, die eigentlich dann doch während jeder normalen Sendung hier stattfinden, der Tontest. Es ist so super akut, dass wir hier alles rüberschleppen, dass die Regie und die Leute, die hier sind, dankenswerterweise das hier nochmal fix aufgebaut haben, damit ich kleine Mimose auch mit Sound spielen kann vernünftig. Und ja, du bist eine kleine Mimose. Ich schlepp die PS4 hier und kann nicht umhin, mir einfach auf einen Muffin zu greifen, auf dem Weg hier rumstand. Das waren die wichtigen, man muss Prioritäten setzen. Ich in einer Hand die PS4, die Gabel zwischen den Zähnen, aber den Muffin, den kriegen wir noch irgendwie zwischen die Finger. So, da kommt die Warnung. Die PS4 wurde nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet. Aber zum Glück haben sie einen Muffin dafür bekommen. Ja, immerhin. Und wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt weiter, wir kriegen Ton, es wird funktionieren. Den Spielstand haben wir ja noch. Den Spielstand haben wir noch zum Glück, genau. Die Frage ist eh, was wird jetzt passieren? Es war gerade echt spannend, ein tolles Intro. Ein spielbares Intro natürlich. Ja. Und ich glaube, jetzt nimmt das Ganze... Vielleicht, was die Entfaltung angeht, noch ein bisschen Fahrt auf gleich. Hier ist das Krankenhaus. Das Krankenhaus ist hier nicht drauf auf der Karte. Nein, ich denke, das werden wir heute auch nicht mehr brauchen, die Karte. Da war da ein bisschen zu optimistisch vielleicht, was unsere Fähigkeiten angeht. Wir haben ja. Aber auch das kennen wir. Wir haben ja noch ein bisschen was Lautstärke. Wie geht denn das mit dem hier? So. Ja. Wir sind natürlich nur eine kleine Nachtschicht hier. Deswegen sind wir halt nicht für alle Notfälle vorbereitet. Aber wir haben echt schon die ganze Zeit Technikprobleme. Wir bereiten das Feld für die anderen Nachtschichten vor, damit die nicht mit diesen Sachen zu kämpfen haben. Ja. So, das war deins, oder? Oder war das meins? Na, das ist nicht deins. Kannst du mal schön vergessen. Ja, wo irgendwo war meins? Ich glaube, du hast dich für den Muffin entschieden. Ich hab nur meins. Na gut. Komm, lass uns direkt mal weiterspielen. Und die Leute haben drum gebeten. So. Jetzt können wir es ja... Okay, sehr gut. Oh, Woran haben die Leute gebeten? Haben gebeten, aber das machen wir jetzt automatisch, weil jetzt haben wir ja auch Stereo-Sound, dass wir zum einen nicht essen werden. haben Sie das gesagt? Ja, das war eine Lüge. Darum gebeten, dass wir nicht so viel reinquatschen, was wir natürlich machen werden. Man hat nur gerade die Hälfte nicht gehört vom Spiel. Ganz genau. Haben wir die andere gefüllt. Also wir haben jetzt nur geredet, weil eben die Sprachausgabe nicht richtig rübergekommen ist mit der Leitung unten. Werden wir natürlich hier bei den expliziten Sprachausgabensachen natürlich hier nicht machen. Okay, das hören wir immerhin schon. So. Hold up. I'll take the right. You take the left. Guck mal, ich hab die umgebracht. Da bist du richtig stolz drauf. Ja. Aber das findest du richtig geil. Gucken Sie mal, Herr Therapeut, die habe ich umgebracht. Ich habe Fotos gemacht von Ihnen. Obwohl, ich habe Ihre Familien rausgefunden, dann habe ich die auch umgebracht. Die Waffe wechseln. Ach nee, da habe ich zu wenig Schuss mit. Lass es lieber die behalten.
Ja, das ihr kann, habt vielleicht gemerkt, ja, wir haben immer noch keinen Ton. Es ist, das ist doch einfach es ist nicht zum eine Aushalten. Frechheit, dieser Ton. Was erlaube Ton? Was erlaube Ton? Piu, 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 piu. Was, oh, hast du gesehen gerade? Voll John Woo-Style. Ja gut, lass uns einfach trotzdem ruhig sein. Ja, ja. Aber es tut uns leid, wir haben es versucht. Oh, die ist, Katzin ist jetzt eh schon zu Ende. Ich glaube, du musst... Ja, auf den Kopf zielen ist, glaube ich, geiler. Ja, weil die haben ja schon eine dicke Rüstung an. Aber auch einen Helm. Ja, der Helm, das wird mit dem Helm wird's ein bisschen schwieriger. Ins Gesicht. Erzähl einen Witz. Und wenn sie lachen, ziel auf die Zähne. Weil dann der Goldzahn glänzt. Ja, genau. Okay, hier bin ich hier oben sicher? Naja, relativ. Wirklich Deckung habe ich hier nicht. Jetzt frage ich mich, ob ich die von hier oben alle wegzimmern kann. Uff. Ach, eigentlich will ich hier gar nicht runter. Aber ich will wieder die behalten eigentlich. Gibt es so einen Vergleich? Ah! Oh, oh, Entschuldigung. Oh, schnell! Schnell! Mach es schnell! Warten, du musst ein bisschen warten, bis ich... Oh Gott, oh Gott, das haben mich alle entdeckt. Oh Mann. Oh nein. Ich glaube, die kriegen dich. Vielleicht, genau, die Schulter wechseln. Ja. Du musst warten, denn du darfst nicht so ja, schnell weiß, auf einmal schießen. Ich will ja nur, man vergisst das schnell in der Hitze des Gefechts. Wow. Okay, jetzt lass den mal switchen, der SMG, das ist eine Uzi. Oh, das war eine Granate. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Sehr schön. Und jetzt nicht einfach nachlegen, ja. So. Und da links ist immer noch einer. Ja, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er krabbelt da hinten rum. Ja, ich will er aber, lebt noch. Ich will mich aber außerhalb der Schusslinie begeben, dass ich den noch wegzimmern kann. Kurz das Thema Sound noch ein letztes Mal. Wir werden gleich eine letzte Änderung versuchen nach... Die schon gemacht ist leider. Ja, das mag ja sein. Das mag ja alles sein. Aber der Chat sagt die ganze Zeit, wir sollen 5.1 ausmachen. Wir haben das schon gemacht. Es war gar nicht angeschaltet. Aber wir werden auch wirklich noch mal gucken. Wir checken auch, aber, ob sich das wieder eingeschaltet hat jetzt hier beim Wechsel oder sowas. Mag aber sein. Es ist weird. Es ist auch, es tut uns ja auch leid. Wir glaubt mal, dass da ganz viele Leute gerade schon dran rumrätseln. Guck mal, was passiert da gerade? Da hat sich der Hubschrapp bewegt. Ja, eher der Panzer, oder? Der oder ist der Panzer, also oder irgendwas, was so wie ein Magnet die Sachen anzieht. Ein Magnetomobil. Oh, guck mal, da ist wieder hier Ginger. Oh, Ginger Mantis. Ginger Mantis, ja. Wenn das der Name tatsächlich wäre. Herr Kojima hat Humor, es könnte sein. Vielleicht ist das Psycho Mantis, aber der spielt ja in den 80ern. Da war der ja noch gar nicht so alt bestimmt, ne? Wir wissen ja nicht, wie der aussah mit Haaren, ob der tatsächlich gute Haare hatte oder nicht. Das stimmt. Sieht aber, die Beine sehen zu weiblich aus fast. Mhm, oder eben jemand, der die Beine nie benutzt. Oder ist eben ein relativ kleines Kind noch, also jung, das man noch nicht so sagen kann. Oh, ja, oder es gibt halt Leg Day. It's never Leg Day. Oh, der schon wieder. Verdammt. Und wieder das Wolgen-Ding.
Kugelschwamm. Alter. Kann es sein, dass das Thema Schrapnelle sehr präsent ist in den neuen Metal Gear, mehr als sonst? Das ist einfach, weil du mehr Schrapnell darstellen kannst. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwie aus dem Hirn von Big Boss stammt, aber anscheinend ist es ein richtiger Gegner. Oh shit. Oh shit. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Oh nee. Oh nee. Bisschen Nahkampf, wäre nicht schlecht. Ja. Mit einem Grillcamp. Da verbreche ich mir doch die Pfoten. Ja, oh Gott. Echt, das wird nichts. Okay, wir sehen hier Gregor in Action. Wir haben einen bösen Firefeind, der offensichtlich gegen multiple Raketen unverwundbar ist. Oh, Quick Dive. Ich glaube, der frisst deine Munition zum Frühstück. Alter. Ich glaube, es ist gerade Frühstück. Gut, jetzt kannst du irgendwie abhauen. Jetzt kann ich in den Panzer rein? Über den vielleicht fährt der Kumpel hier den Panzer, der Ishmael. Und hat mir gerade einen Out geschafft, wollte ich sagen, aber schon kommen die anderen Truppen hier an. Jungs, ihr werdet das nicht überleben, habe ich das Gefühl. Psycho Blondie. Oh. Okay, erschießen sie sich gegenseitig oder selbst? Ach nee, okay, gar nichts davon. Ah! Oh nein! Oh nein! Oh! Oh! Holy fuck! Tod durch Rotor. Muss sein. Wir haben wirklich die richtige Uhrzeit gewählt dafür. Jetzt bin ich aber gespannt. Panzer müsst ihr eigentlich... Nee, siehst du, der sammelt den Shit auf und spuckt ihn zurück. Es bringt überhaupt nichts, auf den zu schießen. Hätte ich jetzt auch gemacht. Die Holzhammer-Methode. Aber ich habe das Gefühl, gleich so wie Bud Spencer geht er so hoch und dann boxt er den Panzer weg. Ja, der Panzer explodiert und er reißt ihn auseinander. Du weißt ja, wie diese Gruppe, die immer bei Bud Spencer raufgeht und ihn kloppt. Ja, und er taucht dann raus wie aus dem Wasser. Immer mit diesem Staccato an Schlägen. Gut, draußen. Ei, ei, ei. Oh. Das ist jetzt die wievielte Explosion, die er überlebt in der letzten Stunde? Drei? Ich hab nicht gezählt, aber es waren auf jeden Fall fast an ein halbes Dutzend ran, bestimmt mindestens. Noch nicht vorbei. Kommt er wieder. Was ist leer? Du denn? Es ist leer. Ah! Da war der Bus, Leute. Wie geil. Gestorben durch den Krankenwagen. Wohl nicht mal gestorben. Nee, aber nur weg. Wer ist denn da am Steuer? Natürlich Ishmael. Rechtsverkehr in Zypern. Oh. Man leidet so mit ihm. Das ist wirklich... Kann er einfach nochmal 9 Jahre zurück ins Bett legen. Weißt du, als ob die das Karma sagt, sozusagen, du hattest jetzt 9 Jahre Chill, dadurch, dass du im Koma warst. Alter, es kommt alles auf einmal. Die Feuerwehr. Das sind aber wahrscheinlich die Richtigen. Wieso? Das ist die dümmste Feuerwehr ever. Du musst doch vor dem Feuer anhalten. Ja, die haben wahrscheinlich nicht mit einem Mann aufs Feuer gerechnet. Die dachten wahrscheinlich, wir müssen den retten. Boah. Und auspusten schnell. Oh, jo. Alter. Geil, richtig toll.
völlig unglaubwürdig alles und übertrieben, aber echt toll. Ah! Ah! Ausgerechnet. Oh Gott. Da, noch ein Hubschrauber. Was fehlt jetzt noch? Ey, wäre ich ja nicht jetzt vom Hubschrauber erschossen. Oh nein, Ishmael! Ah, warum bist du... Oh nein! Er hat so lange durchgehalten. Ja. So lange. Oh, sag jetzt nicht so Mission Impossible Style, dass das Ding mir hinterherkommt im Tunnel. Nee, von außen, ne? Ich wäre im Tunnel, glaube ich, lieber stehen geblieben. Oh. Oh. Gurte retten Leben. Ja. Außer von dem einen Toten. Ja, aber der war schon vorher. Also der Gurt war nicht der Grund. Kann der Wagen nichts für. Ja, aber hängen wir jetzt an der Klippe oder sowas dran? Ist ja nicht schlimm, sitzt ja in der Ambulanz, die werden sich direkt um dich kümmern. Okay. Xylotimbo. Der Holzfäller-Gegend. Was mich jetzt interessieren würde, guck mal rüber, ob Ishmael noch da ist oder nicht. Oder ob er, obwohl er kann kein Gespinst, Hirngespinst gewesen sein, weil er ist ja gefahren. Er hat eine Zigarette mit dem Auto. Ja, aber er rettet uns jetzt schon die ganze Zeit. Man könnte es auch so symbolisieren, dass das eigentlich Big Boss war. Eigentlich aber er sich vorgestellt hat, als ob sein It irgendwie ihm aushilft. Okay, jetzt. Das Mantis. Jetzt muss aber echt was passieren. Ein Wal? Es ist mal ein fucking... Ein Feuerwal! Okay. Ein fucking Feuerwal, Respekt, der Kojima. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich hätte auf vieles, aber nicht auf einen riesigen Feuerwal. Und einen Phönix. Denn natürlich. Ein Phönix Pegasus. Er reitet auf einem Flammen Pegasus. Meine Fresse, durch Leute. Zypern. Leute. Und das ist der Anfang. So ein bisschen wie bei God of War 2 damals, ja? Du kämpfst gegen eine riesen Titanenstatue, als explodiert. Was ist das? Der erste Level. Ah! Oh. Ocelot! Unerwartet. Revolver Ocelot. Was macht er denn auf Zypern? Naja, ist wahrscheinlich wegen ihm hier. Er hat hier so eine Weinrebe. Pferdeverfolgung. Alter, es ist jetzt... Alter, es ist Drive Force By. Oh, toll. Und die Bäume... Und die Bäume brennen, wenn es vorbeireitet. Feuer. Was für ein Hammer ist das denn? Super, super, super. Oh, es ist... Oh, ist das super. In Griechenland gibt es immer jedes Jahr so viele Waldbrände. Jetzt weiß ich, was der Grund ist. Einfach mal der Flammenpegasus. Oh. Also die Inszenierung ist im Moment genauso geradlinig, aber doch innovativer als Call of Duty zum Beispiel. Ja. Es passiert schon einfach viel abgefahrener Kram. Und du musst dir immer vorstellen, das ist quasi Story, Intro, Tutorial, weil der Rest ist ja wirklich open-worldig. Ne? Vielleicht die richtige Entscheidung, um Leute reinzulocken ins Spiel. Ja, das ist alles vollkommen okay. Also wenn die gleich sofort mit Open-World anfangen, hast du ja noch nicht die Story so richtig intus. Ich hoffe mal. Habe ich ihn?
Wo ist, ach, da ist er. Ich hab nicht mal so viel Schuss, Mann. Die Leute wundern sich, ob Metal Gear Solid schon nur so abgefahren war. Das ist harmlos. Ist das jetzt geschafft, oder? Ja. Alter, in den Flammen springen wir mit dem Pferd. Natürlich. In den Hafen, oder was? Ja, was denn sonst? Oh, es regnet. Ein Glück. Und es blitzt, ja, klar. What? Und jetzt ist da gerade der Blitz bei uns eingeschlagen? Jetzt kommt ein riesiger Oktopus. Wenn jetzt ein Oktopus noch kommt... Wundern wird's mich nicht. It's like, welcome to Alan Wake. Hey, Hi wäre so 90er. Hi wäre ein bisschen... Ja, aber es ist 80er eben, ne? Ne, ich meine popkulturelle 90er. Ja, ja. Heute noch ein Hai wäre nix. Wir hatten schon einen fliegenden Flammenwal. Ich glaube, Hai ist da schon einfach zu wenig. Da brauchen wir über Hai nicht mehr diskutieren. Da brauchst du einen Haufen von Haien, die wilde Hunde in ihren Mündern haben, die sie ausspucken können, die dann auf dich raufspringen. Ich glaube, einige von den Sachen, die wir heute fantastisieren, die werden noch kommen. Du hast Codename Hühnchen. Huhn bekommen und A. Nicht schlecht. Das ist doch der Time. Anderthalb Stunden schon, wow. Hat sich nicht so angefühlt. Also wir haben eine Stunde gespielt, das war insgesamt so lange das Spiel an war. Ich wollte sagen, wir haben nämlich eigentlich 5 Minuten gespielt und 55 Minuten mindestens haben wir Videos Aber gekriegt. Ein Alert, guck mal, so viel Abzug. Gut, mit dem Hühnchen-Code gehen wir raus, haben den Prolog hinter uns gebracht und kehren danach wieder zurück und schauen mal, wo wir nach Zypern landen, was jetzt passiert. Bis gleich.